Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge ist dann doch langsam so die Prämisse des Spiels klar geworden. Es geht um das Monado-Schwert, heißt es glaube ich prinzipiell. Genau, das ist ein spezielles Schwert, das hilft die Mechas zu bekämpfen und das nur Duncan, unser Held aus dem Vorspann, bisher möglich war zu kontrollieren und zu entfesseln. Und ja, wir forschen so ein bisschen darum, warum das so ist. Während Duncan das kontrolliert hat, ist auch irgendwie schwer verletzt worden, beziehungsweise sein Arm, mit dem er das Schwert geführt hat, ist nicht mehr wirklich einsetzbar. Alles sehr mysteriös, also schlummern irgendwie unglaubliche Kräfte in diesem Schwert, aber es scheint den Besitzer auch zu schaden und oder zu schwächen. Das ist im Moment so die Basisstory des Spiels. Jetzt sind wir gerade hier mit unserem Kollegen Ryan unterwegs und sollen mit ihm aus einer Höhle Äther besorgen, um irgendwelche Verteidigungsmaschinen im Dorf wieder in Betrieb nehmen zu können. Die kaputt gegangen sind. Gleichzeitig sind letztens noch so ein paar Brocken vom Himmel gefallen. Aber die waren bis jetzt auch nicht weiter relevant gewesen. Mal sehen, was hier so noch abgeht. Also, ich glaube, es ist auch so, wenn ich den ersten Schlag mache. Ach so, so ist das eigentlich gedacht, ne? So soll ich initiieren. Oh, das war jetzt deutlich zu früh. Das möchte ich jetzt hier nochmal üben auf dem Weg zu dieser Höhle. Wenn ich nicht selbst initiiere mit meinem Schlag, sondern initiieren lasse, dann kann ich diesen Mut-Zusprech-Move da machen. Das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Mir ist aber immer noch nicht so ganz klar, was die Symbole über den Viechern bedeuten. Oh, da oben ist irgendwas für irgendeine Nebenquest. Dann sammeln wir das doch mal ein. Für die kaputte Uhr, für die Reparatur der kaputten Uhr brauche ich, genau, blaue Kette war es, glaube ich, ne? So. So, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihm irgendwie Mut zugesprochen. Und jetzt werde ich hier gerade angegriffen. Was macht er denn da? Na gut, das hat jetzt nicht mehr geholfen. Aber die sind ja alle Level 4. Und wir sind Level 7, also super viel Erfahrungspunkte werden die auch nicht mehr bringen. Eigentlich wollte ich die von der Seite angreifen. Warum hat mich denn jetzt die Aggro von dir? Ich habe doch nur ganz normal angegriffen. Ich müsste irgendwie mal gucken, ob ich für meine Party-Member auch noch irgendwie einstellen kann, was die primär an Moves und so benutzen sollen. Oder zumindest irgendwie, wie sie sich verteidigen sollten. Ob man da irgendwie bei ihm was einstellen kann. Aggroziehend oder, keine Ahnung, einfach nur Schaden machend oder sonst was. So, jetzt hätten wir alle Teile, um diese Uhr zu reparieren. Das ist schon mal cool. Hat es vielleicht was mit der Schwierigkeit der Gegner zu tun oder mit dem Level der Gegner? Blau, Stufe 3, lohnt sich eventuell nur bedingt. Mal gucken, was andere Symbole so für Stufen haben. Vielleicht hat es tatsächlich damit was zu tun. Der ist Stufe 4 und der Stufe 5. Also ich würde sagen, alles was blau ist, lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr, erfahrungstechnisch. Alles was diesen Braunton hat, ist dann wahrscheinlich mehr in meiner Level-Range, bringt bessere oder mehr Erfahrung. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlicher und ich schätze mal, aber für wirklich gefährliche Sachen, die wirklich hochstufig über einem sind, gibt es dann irgendwie noch eine andere Farbe. Wäre jetzt zumindest meine Interpretation dieser ganzen Geschichte. Lass mal die blauen Viecher mal auf jeden Fall in Ruhe. Das kostet in der Regel nur Zeit und Nerven. Und hier ist auch die Höhle. Wo sind wir denn jetzt hergegangen? Links, genau, da sind wir ursprünglich mal hergekommen. Es war auch so eine Anhöhe. Hier sieht man es auch, läuft man auch so eine Anhöhe aus und unten scheint da noch so ein Tal drunter zu sein. Die höheren Gegenden scheinen ein bisschen, die höheren Gegenden scheinen auf der Karte anscheinend ein bisschen heller dargestellt zu werden. Und die tieferen Gegenden ein bisschen dunkler. Tiefra-Höhle-Eingang.
Oha, wer steht denn hier rum? Ach, Fiona oder was? You will be needing the transport cases, right? Fiora. Ist sie nicht vorhin beleidigt abgehauen und jetzt ist sie schon hier oder was? I'm coming along as well. Frauen muss man erstmal verstehen. You boys and sitting at home worrying about you. So, let's get moving. Jetzt sagt sie uns, was wir zu tun haben. Ist klar, Mädel. Looks like it. Aber da war noch ein Typ in der Nebenquest, den würde ich eigentlich ganz gerne ansprechen. So, jetzt sind wir wieder zu dritt. Gruppenleiste. Diese Leiste zeigt die Moral der Gruppe an. Sie fühlt sich mit jedem kritischen Treffer und jeder Attacke, die ihren Zusatzeffekt erfolgreich auf den Gegner überträgt. Nähere dich einem gefallenen Gefährten und drücke B, um ihn wiederzubeleben. Oh, das war einmal zu schnell. Das Wiederbeleben eines Gruppenmitglieds verbraucht einen Balken der Gruppenleiste. Wenn die drei Balken der Gruppenleiste gefüllt sind, werden die Gefährten durch ein blaues Band miteinander verbunden und es kann eine Angriffskette gestartet werden. Wähle das Spezialtechnik-Symbol und wechsle mit rauf und runter zum Angriffskettensymbol und drücke A, Angriffskette. Ja, das geht schon in die Richtung, was auch bei Xenoblade Chronicles 2 der Fall war. Da gab es auch so ein mehrstufiges Kampfsystem. Wie gesagt, man musste sich... Wo ist die Nebenquest denn? Man musste sich erst durch so ein Element-Tree durchklicken und dann konnte man so mehrere Stufen von Gruppenangriffen auch starten. Das war irgendwie sehr spaßig gewesen. Wenn ihr in die Höhle geht, könnt ihr einen Weidenhasor besiegen. Die sind eine echte Plage, weil sie immer in Gruppen angreifen. Ja, machen wir. Bringt auch nur Kohle und keine Erfahrung. Mal eben gucken. Hier gibt es ein Harmoniegespräch. Die nehmen wir natürlich auch mit. Harmoniebedingungen sind nicht erfüllt. Die Harmonie muss grün sein zwischen Shulk und Rain. Rain, wie auch immer es ausgesprochen wird. Und wir sind erst bei Gelb. Ja, da müssen wir ein bisschen an unserer Harmonie arbeiten. Achso, hier ist irgendwas aufgestiegen bei den anderen beiden. Das machen wir jetzt nicht. Ich wollte einmal, das machen wir vielleicht nach der Quest mal, hier in das Harmonie-Dingens reingucken. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ihm ein Wer soll das Geschenk überreichen? Er? An ihn? Genau. Ach so, das ganze Zeugs, was ich hier zwischendurch einsammle. Ich probiere es mal mit süßer Wasabi. Ach so, hier sieht man... Ah, wenn ich es einmal gemacht habe, sehe ich auch, was das bringt. Das hier bringt jeweils ein Herz. Okay, das bringt nicht so viel. Blaue Kette. Die will ich jetzt eigentlich für die Quest behalten. Naja, okay. Lassen wir das erstmal so. Ich glaube, das wird auch in der Laufe der Zeit automatisch ein bisschen mehr werden. Ach guck mal, er hat noch eine Quest. Unsere Beziehung wird sich schon verbessern im Laufe der Zeit. Ihr geht in die Tefra-Höhle. Besiegt bitte die singenden Unkore. Die scheußlichen Viecher sitzen direkt vor den Ruinen. Ja, auch die können wir gerne besiegen. Hm, wir sollen noch was besiegen, richtig? Wo wir schon mal dabei sind, eine Bitte hätte ich noch. Ich möchte, dass ihr Mel-Echsen für mich besiegt. Der Durchgang bei den Ruinen von Mag-Mel wimmelt von ihnen. Selbst wir Truppensoldaten wagen uns dort kaum noch hin. Ja, okay. Ihr helft damit der Truppe von Kolonie 9. Gut. Bin ich mal gespannt. Ist das eine Art Dungeon? Unser erster Dungeon oder sowas? Ja, sieht so aus. Tefra-Höhle. Unterschiedliche Gegnertypen. Das Zielfenster zeigt den Typus des anvisierten Gegners an. Unter Option Bildschirm im Systemmenü kannst du einstellen, ob Gegnersymbole angezeigt werden sollen. Normale Typen greifen an, wenn sie angegriffen werden. Visuelle Typen greifen bei Blickkontakt an. Okay. Es wurden Tutorials hinzugefügt. Gegner andocken, das wäre auch für diese Schwimmgegner vielleicht nicht so verkehrt. Auch das hatte ich, glaube ich, schon rausgefunden. Manchmal empfiehlt es sich, Gegner in Gebiete zu locken, in denen sich keine anderen Feinde befinden. Greifst du ein Monster nahe seiner Artgenossen an, werden diese den Kampf beitreten. Locke die Gegner einzeln fort, um sie auszuschalten. Stufen der Gegner. Ah, haha, genau, das ist es nämlich. Was ich mir vorhin selbst zusammengereimt habe, scheint dann tatsächlich der Fall zu sein. Die Farben im Zielfenster zeigen die Bedrohlichkeitsstufe des Gegners. Je höher die Stufe des Gegners, desto schwieriger ist es, ihn zu treffen oder seinen Attacken auszuweichen. Also, blau werden wir, wie gesagt, vernachlässigen. Braun und gelb werden wir angehen. Rot werden wir wahrscheinlich auch versuchen zu vermeiden. Wenn es irgendwie geht.
Okay, selbst hier in der Höhle wird mir noch schön mein blauer Balken angezeigt. Ah. Und da sind schon die ersten Gegner. So, visueller Typ. Okay, der greift also auf Sichtkontakt an, seine beiden Kollegen. Nicht. So, herlocken. Kämpfen, einen Kampf beginnen, Durchschlag. Ach so. Aber trotzdem, seine beiden Kollegen da kommen trotzdem mit. Es ist noch ein bisschen übersichtlich für mich. Ich muss ja quasi darauf achten, was ich hier selber für ein... Oh, Mission erfüllt. Was ich hier selber für einen Quatsch verzapfe. Und, nee, ich... Will ich jemanden heilen? Und, genau, muss die Truppe im Blick halten. Hier zum Beispiel, keine Ahnung, ihn mal heilen. Ja, das lief doch irgendwie. Ein Defensivmesser und eine Kampfleggings. Ich glaube, wenn wir hier mit der Höhle fertig sind, ich hoffe, die Gelegenheit ist da nicht schon zu spät, dann werden wir mal einen Blick in unser Inventar werfen und in unsere Skills und uns mal ein bisschen umkleiden und hochskillen, was wir so skillen wollen. Es wird vielleicht zum ersten Mal Zeit, das zu erledigen. So, da geht es etwas höher. Und dann kommen wir da aus. Ja, dann gehen wir mal hier oben gucken. Neuer Ort, Raubnest. Heilen muss ich niemanden. Vorsicht vor einzigartigen Gegnern. Einzigartige Gegner sind um ein Vielfaches stärker als normale Gegner. Gelingt es dir, einen einzigartigen Gegner zu besiegen, ist dir eine hochwertige Beute gewiss. Woran erkenne ich das jetzt? An dem Geschlömsel da links und rechts am Namensbalken oder was? Ach Gott, wir haben ihn auch schon angelockt, diesen Kellerwurm da unten. Okay, unser Kollege rennt da runter. Dann rennen wir mal hinterher. Ja toll, in dem Moment dreht er sich um. Weil der Typ hier irgendwie auch seine Position gewechselt hat. Oh, heil sie! Oh, unser Haro ist tot. Kann ich den wiederbeleben? Ich komme nicht hin. Und er ist noch nicht mal eher Stufe 10. Ja, das ist auch eigentlich nicht so gedacht gewesen. Stufe 10 named und wir sind Stufe 8. Ja, genau, so. Die kommen wieder, die heilen sich, das ist gut. ach so, kann es sein, dass es genau deswegen diesen Weg hier oben rum gibt, damit man unten rum sich nicht mit diesem Stufe 10 named rumschlagen muss? Ja, ich vermute es fast, aber aus Versehen, weil wir oben auf der Brücke im Kampf waren, haben wir ihn irgendwie im Übermut geedit. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder er hat uns gesehen oder gehört. Irgendwie sowas in der Art. Luck, 224 Schaden. Aber wenn es richtig hektisch wird... Ich meine, bei Xenoblade 2 habe ich es auch nach irgendwann geschafft. Das war schon relativ ähnlich gewesen. Ich meine, klar, ist ja auch der Nachfolger. Dann ist es schon schwierig, auf seine Positionierung, seine Skills und die Lebensleiste der Gruppe zu achten. Da kommt schon ein bisschen Hektik auf zwischendurch. So, die greifen wir auch mal an, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Okay.
Na, der sollte eigentlich von der Seite kommen. Genau, wir machen hier ein bisschen Platz, damit genau sowas nachher nicht mit stärkeren Gegnern passiert, dass wir hier aus Versehen in sie reinrennen. Nein. So, ich heile mich mal selber. So, einmal geschubst. Ah, er hat mich auch irgendwie einmal zurückgeschubst. Hm, das war jetzt auch nicht genau hinter ihm anscheinend. Der, ach, da ist schon wieder Stufe 8 named. Oh, mein Tank ist gleich schon wieder tot. Get up. Du kriegst auch direkt eine Heilung, mein Freund. Gut, dass ich gerade noch gesagt habe, ich will nicht irgendwelche Stressviecher mitten im Kampf adden. Oh, ich bin hier gefokust. So, wer hat jetzt die Aggro? Ich. Und ich bin gestorben. Oh Mann, ey. Ja gut, die Gruppenleiste im Auge behalten. Wenn der Anführer im Kampf ausgeschaltet wird und noch mindestens ein gefüllter Balken in der Gruppenleiste vorhanden ist, so wird einer der Mitschreiter versuchen, den Anführer wiederzubeleben. Der Kampf kann an Ort und Stelle fortgesetzt werden. Kannst du einen Gegner nicht bezwingen, ist seine Stufe für deine Gruppe vielleicht noch zu hoch. Auch die richtige Ausrichtung wirkt sich erheblich auf die Kampfkraft der Gruppe auf. Okay, also hier sind definitiv schon ein paar Gegner in der Höhle. Muss man mal so sagen, die über meinem Niveau sind. Das, damit hätte ich jetzt noch nicht gerechnet. Achso, ich kann natürlich den Kampf der Gegner beeinflussen, indem ich hier wahrscheinlich... So, kann ich solche Sachen eigentlich... Ah, mit Plus könnte ich sie auch entfernen. Und so könnte ich sie wieder hinzufügen. Hammerschlag. Großer Angriffssprung, der Wut der Feinde im Umfeld erhöht. Ja, den soll er eigentlich verwenden. Versetzt dem Gegner einen gewaltigen Schlag, den kann er von mir aus auch verwenden. Dreht. Drehschlag, der alle Gegner in Reichweite angreift. Ich glaube, den will ich eigentlich nicht. Das ist eh schon so ein AOE-Spell, der so ein bisschen, der halt die Aggro erhöht. Füllt Spezialanzeigen. Nein, das war falsch. Der ist es, ne? Genau, Niederschlag. Zielt, den wollen wir auf jeden Fall. Ja, bei dem bin ich mir noch gar nicht so sicher. Zorn, was der überhaupt macht, da wollte ich mich auch nochmal schlau machen. Ob der meinen erlittenen oder ausgeteilten Schaden erhöht. Angriffskraft, physischer Schaden. Nehmen wir auch mal weg. So, und den hier. Können wir irgendwas leveln? Ja, den. Dann erhöhen wir den mal. Bei ihr, was macht sie denn so? Wuchtschlag. Achso, das andere war ja Drehangriff von hinten besonders effektiv. Stich, der neben normalen Schaden eine Blutung hinzuerzeugt. Sowas finde ich natürlich immer cool, gerade bei Kämpfen, die länger dauern. Schwung von unten nach oben, der Feind schwanken lässt. Angriff mit voller Kraft, der Feinde ohnmächtig machen kann. Ich glaube, den nehmen wir hier auch mal weg. Nee, warum verdrücke ich mich immer? Den finde ich jetzt nicht so spannend und den hier leveln wir mal. Nein, mit dieser Menüführung komme ich noch nicht so richtig klar. So, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, aber für mich hört es sich gut an, was ich hier mache. Rückschlag. Angriffe von hinten fügen großen Schaden zu. Den wollte ich eigentlich auch mal skillen. So, die werde ich, denke ich mal, beide machen. Leichte Heilung und Rückschlag. So, Talentbäume. Der füllt sich. Der füllt sich. Tapferkeit. Kampftalent, Konterrate steigt, wenn unter 50%. Beim Wiederbeleben werden mehr KP geheilt. Steigert Schaden von kritischen Treffern. Sind zwei Gefährten kampfunfähig. Steigt die Gruppenleiste. Kühnheit. Kampftalent, steigert Stärke beim Kampfbeginn. Erster Schlag nach Kampfbeginn ist stärker, steigert das Fortbewegungstempo, senkt den erlittenen physischen Schaden, erhöht alle Werte bei Kampfbeginn gegen stärkere Feinde. Kampfblockrate steigt, geringe Chance auf Hast, steigert im Kampf erlangte EP, senkt erlittenen Ätherschaden, gewährt bei erfolgreichen Zugriffen der Gruppe Hast. Das ist natürlich auch ganz cool, aber ich glaube, hier gehe ich mal auf Kühnheit. Ausrüsten.
Physische Abwehr, Ätherabwehr, physische Abwehr. Ja komm, die nehmen wir mal. Aber ich glaube... Plus 3, plus 2... Ach, guck mal, das ist sogar sehr gut. Ja, prinzipiell ist physische Abwehr nicht zu verachten, ne, denke ich mal, gegen die meisten Gegner. Außer gegen welche, die natürlich wirklich... welche natürlich wirklich viel Zauberschaden machen. Ich musste hier gerade mal lesen, sorry. Trägt dieses Juwel an anderer Stelle? Ne, dann bleibt mir da nicht viel auszurüsten. Er kann gar nichts mehr tragen, außer das Schrottwert. Er macht die Schrottramme. Er kann... Ach so, er ist dann mehr für die dicken Waffen zuständig. Ramme, Lanze. Boah, die macht natürlich ordentlich mehr... Das macht alles ordentlich mehr Schaden. Die Frage ist, was das in der Angriffsgeschwindigkeit eventuell ausmacht, ne? Das muss ich mir nochmal anlesen, ob irgendwie neben dem reinen Schaden hier auch noch... Die Angriffsgeschwindigkeit, Kritrate, ach Blockrate, das Ding hat 5% Blockrate, weil das ein Schild hat. Ich glaube, ich bleibe bei dieser Ramme hier. Das Ding hat zwar nochmal Kritrate mehr, aber dafür kein Blocken. Ja, das finde ich ganz gut. Es ist eh nicht mehr so viel frei, der Rest ist hier alles in Benutzung. Physische Abwehr sinkt. Ja. Ich glaube, damit ist es das auch erstmal gewesen, mit irgendwas anderes anziehen. Ich denke mal, für sie ist dann außer einer anderen Waffe eventuell auch nicht mehr so viel übrig. Achso, das hat er an. Das hat sie an, wenn ich das hier... Genau, da kriegt man auch eine Warnung, wenn man was ausrüsten will, was jemand anderes anhat. Die sind ja schon mal besser als das, was ich habe. Aber gut, das Umrüsten hier gefällt mir ganz gut, dass man relativ schnell sieht, was besser ist, wie die Werte sind im Vergleich. Kritrate. Okay, meine aktuelle Waffe hat wohl 8% Kritrate, aber dafür wesentlich weniger Autoangriff. Ich glaube, ich nehme mal sowas hier. Und ansonsten tut sich hier nicht viel. Na, oh, die sind noch ganz gut. Schuhe haben wir anscheinend eine ganz gute Auswahl gefunden, aber der Rest nicht so. So, ob das jetzt weltenbewegende Veränderungen waren, ich weiß es nicht. Let's do this! Ju, dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen weiter durchzukommen. Ob ich diesen Name da nochmal angehen soll in Stufe 8, das ist mir auch noch eine gute Frage. Ich bin mir noch nicht so sicher. Zack. So. Kampfleggings. Ah ne, hier geht's erstmal noch weiter. Da unten ist der große named. Oder auch nicht. Ah doch, der kommt da aus dem Boden raus. Ja, dich mal auf gar keinen Fall. Dann müssen wir mal gucken, bevor hier wieder irgendein Unglück passiert. Okay, hier sind jetzt gerade eh keine großartigen Gegner auf der Brücke drauf. Wollte ich sagen, locke ich den lieber mal weg. Zack. Ach so, ich bin im Angriff. Boah, so ein bisschen unübersichtlich ist das hier schon. Zack. Schatztruhe, nehmen wir alles mit.
So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin gewesen sind. Hier ist auch die Schatztruhe. Das ist der dicke Named. Was heißt dick? Stufe 8. Wir sind auch Stufe 8. Aber man merkt auf jeden Fall, die Nameds sind deutlich schwieriger. So, ich will erstmal weg hier, genau, damit wir nicht wieder aus Versehen den Named an der Hacken haben. Nein, nein, man kann sie nicht beliebig mitziehen. Na gut, dann wollen wir so zumindest hier oben auf dem Weg raufziehen. So. So. Jetzt sind wir schon mal immerhin hier einmal aus dem Kampf raus. Ja, und die Frage ist, will ich den nochmal probieren? Einmal probieren wir den nochmal. Mit dem Risiko, dass wir wieder komplett von vorne anfangen müssen hier in der Höhle. So, ich halte mich erstmal mit Attacken ein bisschen zurück. Oh, die kriegen aber schon beide gut auf die Mütze. Und jetzt habe ich schon wieder die Aggro. Die will ich eigentlich gar nicht. Nein, jetzt hätte ich meinen Tank lieber rein sollen. Okay, der ist deutlich zu schwer für mich. Boah, ich würde gerne meinen Kollegen da heilen. Aber ich glaube, der stirbt jetzt eher gerade. So, ich versuche hier mal... Ne, wir haben keinen Balken mehr. Boah, 480 Schaden. Ja. Ich denke, wir gehen jetzt drauf. Nein, und er trifft nicht. Warum gibt's eigentlich keine Items, die ich einsetzen könnte? Oh, ich muss mich einmal selber heilen. Sorry. Naja. Okay. Den lassen wir stehen, definitiv. Nein, kein gemütlicher Modus, dankeschön. Man sollte sich einfach nur merken, dass Named-Mobs anscheinend, selbst wenn sie auf der gleichen Stufe sind wie man selbst, mit Vorsicht zu genießen sind. So, den müssen wir angreifen, der würde uns eh angreifen. Mich wundert, okay, wenn er stirbt, verliert er wahrscheinlich eh seine ganze Aggro. Aber ich habe trotzdem verdammt viel Aggro die ganze Zeit. Also mit unserem Tank da vorne, das läuft noch nicht so richtig. So. Die lassen wir alle in Ruhe. Also alles, was uns jetzt gerade nicht sieht, lasse ich erstmal in Ruhe. Na gut, die sehen uns. Aber das machen wir auch erstmal hier, damit wir den Named da unten nicht aus Versehen pullen. Ja, irgendwie scheine ich die Aggro von dem zu haben. Zack, tot. Boah, ich verspüre eine gewisse Müdigkeit, muss ich sagen. Wo haben wir denn? Halb eins. Die ziehen wir hier hoch und dann ignorieren wir den, der da unten steht. So, ist einer von denen schon tot? Ja, ne? Dann hätten wir das.
Und dich lasse ich auf jeden Fall in Ruhe. Die Lektion haben wir jetzt erstmal gelernt. Können wir dich hier bekämpfen? Ja, ne? Everyone, let's go! Leave this fight to me. Leave it to Roy. Also, sobald ich einmal echt meinen starken Schlag da mache, habe ich direkt den Mob an der Hacken. Einmal heilen, bitte. Hält auch relativ viel aus. Stufe 8. Okay, vielleicht sind das auch die ersten richtigen Gegner. Komm mal hier rüber. So, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt alles rausgehauen, was ich hatte. Das müsste doch einigermaßen Schaden auf ihn gemacht haben. Mission erfüllt! Der Soldat bittet dich, die Sicherheit in der Tefra-Höhle wiederherzustellen. Besiege die Monster. So, das hat 1500 Kohle gegeben. Dann haben wir jetzt wenigstens noch eine Nebenquest geschafft, sind an Erfahrung reicher geworden, welche Kämpfe wir uns leisten können und welche nicht. Und, schauen uns beim nächsten Mal hier in der Höhle weiter um. Wir kommen auch gleich zum Ziel. Dahinter geht es aber auf jeden Fall noch irgendwie weiter. Hackensymbole kenne ich noch nicht, da ist noch ein Harmoniegespräch. Aber das alles beim nächsten Mal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.